So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Aberration. Wir sind zusammen immer noch in der Höhle und wollen jetzt eine Zipline spannen. Und wir haben keine Ahnung, ob das da die richtige Ecke ist. Richtig, Koya? Was heißt denn hier Koya? Wer ist denn der erfahrene Ark-Spieler? Du weißt doch, wo wir hin müssen, hast du gesagt. Du weißt zumindest, wie das aussieht. Ja, das weiß ich, aber weiß denn ich, wo ich das finde? Also spannst du, bist du der Spanner oder ich der Spanner, Xa? Du bist der Spanner. Ich bin der Spanner. Der Koya ist dabei, der Xa ist dabei und der Hippo. Uhu. Moin. Die Kia ist im Off. Hallihallo. Und der Matze ist zu Hause. Ja, zu Hause ist es doch am schönsten. Ich hab da keinen Bock, da die ganze Zeit da irgendwie elektrogeblitzdingt zu werden. Nee, macht ihr das mal alleine. Warum? Nein! Du hast keinen Motor dran gehabt gerade. Doch, mein Motor ist nicht das Problem, aber ich spring da falsch rum dran. Ja, nameless, stimmt. Nameless, fuck, fuck, nameless, fuck, fuck, nameless. Fuck, 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 nimm den weg, nimm den weg. Warum springt dieser Idiot da jedes Mal falsch du rum? Du hattest gerade keinen Motor dran, du hast da mit dem normalen Kletterhaken dran gehangen. Nein, das war aber doch auch falsch rum. Ich hab den Motor. Ach so, ich hab die, ich hab keinen Motor dran. Alte Hose an. Ja, der Motor ist noch an der kaputten Hose. Ach, jetzt muss ich doch an die. Gut, dass das geht. Nee, das macht er bei mir so. Ich hab keine Ahnung. 7000 Stunden stehen da unten. Oh Mann. Und jetzt X drücken. X ist immer wieder schön. Sinne, du bist ein bisschen zu weit. Kann ich rückwärts fahren? Ja, kannst du. Du kannst jetzt auch X drücken. Drück X. So. Genau. So, okay. 7000 Stunden stehen. Ein Traum, ja. Und was machen wir jetzt hier so? Sieht gut aus, ja. Das ist ein schöner Ausblick hier, ne? Mhm, ja, was ist das für eine Kack-Piss-Höhle? Jo, langsam, so. Langsam ist meine Frusttoleranz weg. Oh, da hinten mal wirkliches Gebiss sehe ich ja nicht. Ich sehe nur, dass es da drüben weitergeht. Es ist so ein. Man muss da relativ hoch. Also man muss jetzt irgendwie müssen wir einen Weg bergauf finden und ich behaupte, dass das diesen Skorpionen da links folgend ist. Wir müssen ja, hier. Man müssen, das doch. Genau, hier hin. Komm, warte mal. Ich hab das! Ich hab meine Gleiter ja auch nicht! Und du hast Flossen an. Und ich hab Flossen an. Wer ist damit? Oh Mann. Alter, ist so unfähig. 700 Stunden rum und hat selber fast 3. Also bitte. Ich hab sie wieder mit den Flossen hier losgelaufen. Da wusste ich schon, dann wird nix. Ah, schön. Ja, wie sieht's aus? Kletterhaken dabei. Ich bin hier gerade. Ich seh nichts mehr. Oh, ich glaube, Wo ist meine verdammte Rüstung? Da, jetzt hab ich Kleider. Warte, damit. Ja, das sag ich, kann das. So, ja, guck mal, was passiert. Ach ja. Ich spring dann mal flapp, 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 flapp. Ich bin raus. Mein Froschstiefel in die Drücke rein. Was ist das Scheiße? Junge. So, ihr wisst ja, was ich jetzt mache, ne? Vermutlich, dass Dödi Stammbaum-Mandala weiter treiben. Weiter treiben. Das hast du ganz toll gesagt, Xa. Passt. Ja, finde ich auch. Oh Mann, ey. Mir so heiß. Warum nur? Ah, sah gut aus, ja. Ja, nee, ich spring da mal eben rüber. Schön. Entschuldigung. So, jetzt können wir weiter, Mann. Ei, was machen wir da oben? Wir gucken da aus einem komischen Kerl runter. Kommt ihr zu mir? Ich hab so einen kleinen Tipp an euch.
Ihr solltet... Verdammt noch eins! Ihr solltet diese Gleiter an... Schmiert ihr es mal wieder ab, der... Weil ich glaube, ich bleib da drüben und schieß die Skorpione von drüben ab. Hier sind noch viel mehr. Du kommst drüber, hier kannst du ganz wunderbar oben stehen und hast vor den Skorpionen keine Angst. Alter, ich sehe immer noch nichts. Jetzt bin ich im Arsch, ey. So, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt da vorne diesen Skorpion erstmal... Ich brauche jetzt meine Waffe wieder. Und tun wir. Patz. Wenn der jetzt hier hochkommt, Leute. Nein, der ist tot. Der kommt gar nicht so weit. Da kommt nichts mehr, ne? Alter. Da noch was da drüben? Ja, hier sind zwei noch. Ja, da sind zwei links von vorher. Drei sind's. Drei. Wenn ihr herkommt, muss ich nicht alle Pfeile verballern. Da kommt noch einer an. Puh, Clip gespeichert. Dankeschön. Das war genau das, was du jetzt brauchtest noch, ne? Ja, doch, sowas muss festgehalten werden. Ich bin einfach nur. Ich bin einfach nur fertig gerade. Hammer. Könnte ruhig auch mehrere Clips von machen. Der kommt, glaube ich, sogar hier hoch. Oder auch nicht. Bitte. Au. Aua. Oh. Was trifft mich denn hier? Das war der Skorpion. Der Skorpion. Also pass auf, nicht, dass du jetzt gleich in Ohnmacht fällst. Ich hänge jetzt hier auch gerade irgendwie. Das ist noch einer. Ich glaube, so viel Trauma machen die nicht mit einem Schlag. Nee, alles gut noch. Gut. Wei, wei. Ich würde gerne mal die Skorpione untersuchen, eventuell haben die Pfeile drin. Gute Idee. Nee, die haben alle keinen Loot. Vorsicht, da kommt noch ein Skorpion. Ja, da unten oder? Ist noch. Naja, der hängt fest. Weiter nach dem Berg auf. Aber Vorsicht, das ist jetzt absolute Skorpion-Gegend. Ja, da ist der nächste. Ich erinnere mich da noch, als ich das mal erkundet habe. Seid ihr bei mir? Ja. Er ist tot. Der war aber schnell weg. Nicht schlecht. Was ist hier? Eine Schnecke. Hinter uns? Hinter uns, Skorpion. Oder mit 20. So. Okay. So, weiter. Ja, Matze ist leider von uns gegangen. Ja, ja. Und aber es ist jetzt wieder am Dödi züchten, weil wir seinen Loot ja nicht gefunden haben, ne? Aber wir bringen was schön. Warte mal kurz, Sekunde, geht mal einen Meter zurück. Immer nach oben gucken. Oben ist ein Sieger, also irgendwo muss es hier einen Aufgang geben. Wir müssen mal weiter hoch noch, glaube ich. Irgendjemand hat keine Hose an. Wer ist denn das hier mit den Flügeln? Das ist Hippo. Ich habe keine Hose an? Du hast keine Hose an. Oh, dann ist die gerade kaputt gegangen. Nabel. Da? Vorne schon? Wie ist die Lage? Also, soweit ich sehen kann, ruhig. Okay. Aber ich sehe hier mit an der Decke aber auch nichts. Nee. Boah, Alter. Oh, 116, okay. Oh, toll, Erdbeben. Ja, warte mal, aber das ist gut hier, dieser schmale Durchgang, da erinnere ich mich dran. Hier müsst man lang. Oh, der Käfer ist aber hübsch. Da vorne ist ein Seeker. Anlegen und von der Ferne, dann hat er keinen Lichtbonus. Habt ihr einen im Visier? Nee, noch nicht, warte, bitte. Ja, jetzt hab ich ihn. 3, 2, 1 und ballern. Genau. Ist hin. Die Ecke hier liegt ein Leuchtstab. Ja, den habe ich da gerade hingeworfen. Ich werfe die ganze Zeit Leuchtstab nach vorne, merkst du das gar nicht? Nee, ich habe es nicht gemerkt. Achtung, sie kam die Ecke. Alles umsonst, Hippo. Licht aus, schnell. Ich habe gedacht, ich mache mal Licht hier für alle, ich hab aber. Gar keins. Juckt keine Sau. Nee. Irgendeiner hat noch Licht an, der hat noch Boost. Nee, ich hab's aus. Okay, hier irgendwo muss unser Ziel sein. Ich Nameless, mach Licht an. Licht an. Hab ich schon an. Willst nimm die Sperre, das spart Munition. Bis hin. Andere noch? Ja. Okay.
Na. Okay. Nimmt die Speere, hat er gesagt. Von wegen. Ja, und ich hab da irgendwie einen Pfeil. Ja, tut ja nicht weh. Im Schritt hängen. Ich hab grad eine Schlange. Im Schritt hängen. Genieß es. Also, sieht zumindest so aus. Der hängt genau unter mir. Das ist nicht der Pfeil. Doch, das ist ein Pfeil. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind und wo wir hin müssen. Vorsicht, Skorpion. Das sieht schön aus. Oh ja, Skorpion, danke. Okay, das war's schon. Jo, kurzer Prozess. Ich weiß nicht, ob ich hier. Warte mal, Koya. Ja, bitte. Das da hinten sieht doch eigentlich aus wie ein Gebiss, oder? Was denn, wo das Licht ist jetzt, oder was? Ja, wo wir gerade vorbei sind, die Kristalle. Wo wir vorbei ja, man sind. Kann da natürlich auch viel nee, reininterpretieren, ja, ne? Ja, nee, also es ist wirklich dann so ein offensichtliches Loch hinter diesen Zähnen quasi. Also es ist... Oh, na, no. Hätte er sein können. Ja, 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 warte mal, hier ist so ein schmaler links, Durchgang. Oder? Warte mal. Geradeaus. Warte mal, hier ist so. Also hier rechts kommt man wieder ans Wasser, glaube ich. Hier ist so ein schmaler Durchgang. Habt ihr den hier gesehen, auch, wo ich durch bin? Ja, hab ich gesehen. Mit ein bisschen springen kommt man da durch. Musst von der Seite her springen, Sende. Genau. Ja, oder fliegen. Wo fliegen, Hippo, ja. Bist du bei uns? Nee, noch nicht, aber ich komme jetzt gleich zurück. Durch. Weißt du, wo wir sind? Naja, ich weiß, wo ihr seid, aber das ist auf jeden Fall richtig da, weil... Was? Oh, was hab ich denn hier am Arsch? Wahrscheinlich Nameless, ne? Nee. Ach, Seeker. Ein Seeker. Du hast Licht an, Hippo. Komm da schnell durch, dann kommt er nicht hinterher. Bring da durch, wo Xa ist. Und Xa muss... Oh, der kommt nicht hinterher. Ja, mach das Licht aus. Meine Waffe ist kaputt. Meine Waffe ist kaputt. Warum? Meine Waffe ist kaputt. Meine Sniper. Ja, die hält auch nicht ewig. Ach du Scheiße. Und ich habe noch 86 Schuss? Ja, also, ihr seht hier mal, wie viel ihr ballert. Ja, was denn? 86 Schuss? Ja, oh, 120er, Alter. So, ich okay, Licht wieder an, bevor ja. Die ersten Nameless kommen. Wunderbar. Ich hätte mal eine kurze Frage an den Chat. Ich habe zwei. Matze, jetzt nicht bitte. Ganz kurz. Nur die alten oder die neuen Dödis mit den Männchen verpaaren. Mehr nicht. Okay. Ich weiß nicht, also ich meine jetzt, ob das so intelligent war durch diesen Durchgang da, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir laufen irgendwie Ja, hier vorne geht's jetzt wieder durch ein Loch. Na super. Ja gut, aber es war ein Versuch wert. So was Verstecktes ist ja eigentlich immer... Na, komm mal da durch. Sieht nicht so aus, als könnte man da durch. Lupe. Ach toll. Was ist denn das hier? Was soll denn das denn? Ist das hier irgendwie zum Dissen oder was? Ja, oder Pausencamp oder so. Der Dissgang. Na, vielleicht ist hier auch ab und an mal Loot. Vielleicht kann man hier auch hinbauen. Für Betten und so. Bringt dann voll viel. Ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Rein, raus, wie wir rein sind. Ich muss gerade was essen. Moment. Ja. So, okay, hab's. Muss ich da oben hinstellen und dann nochmal springen nach vorne. Ja, brauch doch da mal. Sehr gerne. Moment. Das ist... Geht da mal weg, Hippo. Ja, behindert ich euch nicht so noch nicht zusätzlich. Hauen. So, genau. Ja, wenn ich nicht zum Doppelsprung kann, kommst kann du da durch. Ja, du läufst vor, bis du anschlägst und machst einen kleinen Schritt zurück, dann kannst du durchspringen. Das geht ganz gut. Sinne, du musst jetzt auch weg. Und nochmal. Ah, diese Flügel. Genau. Und... Da sieht man, ne? Sinde macht es direkt auf Anhieb da. Ich sieht man die Erfahrung. Es ist die Erfahrung, ja. So. Brems. Ich dachte gerade schon, mutig der Kerl. Aber was sind wir einmal im Kreis gelaufen? Jetzt sind wir auf der anderen Seite von der. Da hat auch eine Klappe, das stimmt ja. Überhaupt nicht. Natürlich. Ja, ich weiß. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Krappe. Ja, ist doch erstmal taktisch klug. Was ist denn da hinten da so? Das wird die Stelle sein, wo wir eben waren. Ja, das ist die halt Stelle, von der wo wir jetzt Seite. Nicht mehr reinkommen. Wie? Da, wo ich gerade die Fackel hingeworfen habe. Nein, darüber, mein Xa. Wir waren rechts von der Krabbe, jetzt sind wir links von der Krabbe. Ja, genau. Wenn wir hier jetzt durchpaddeln, geht das bestimmt weiter. Warte mal, ich guck mal, hier ist nichts, schnell durch. Oder wir müssen hier noch weiter runtertauchen, da geht es nämlich auch weiter, ne? Ja, aber das ist der 120er Kacke-Käfer von eben.
Ach so. Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Wir sind jetzt hier, wo wir uns Gestelle hatten. Ja, richtig. Darum ist hier auch eine Höhle, wo man reintauchen kann. Da kommen wir nämlich weg. Oh. Ja. Das ist so ein Kackegel. Ja, aber dann muss hier irgendwo der Ausgang sein. Oh ja, ich habe auch so einen Egel. Zieh mal dran, bitte. Hippo. Hab ich auch sowas? Ach, du hast auch so einen, Moment. Ja. So, dann könnt ihr euch gegenseitig ausziehen. Ja, wir entegeln, wir entlausen uns gegenseitig. Ja. So, müsst weg sein, ne, bei dir. Ja, ist weg, danke. Nein, habe ich nicht. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, entweder haben wir da vorne irgendwas nicht gesehen oder das war der generell falsche Weg. Aber dann sind wir hier komplett falsch. Nee, das ist nicht der falsche Weg. Das ist nicht der falsche Weg. Dann müssen wir hier die Zipline wieder hoch. Nee, weiß nicht. Ja. Dann haben wir irgendwas übersehen offensichtlich. Lass uns nochmal laufen. Irgendwo an der Decke muss eigentlich unser Ziel sein. Slange. Lieber Chat, bitte helft uns, sonst kommen wir hier nie wieder mit Ergebnis raus. Lange wir brauchen ist eure Hilfe mehr denn je. Ich habe schon wieder einen Pfeil im Alle Gesicht. Das ist zum auch Weinen. Ein Ergebnis. Das ist kein Ergebnis. Ich schieß gar nicht mit Pfeilen. Ich kann das gar nicht gewesen sein. Wer hat mit Pfeilen geschossen? Ich habe mit Pfeilen geschossen und du hast es verdient. Na gut, vielleicht ein bisschen. Oben ist ein Flattermann, der hängt aber... Warte mal, vielleicht ist das da. Wo der Flattermann hängt? Wo hängt ein Flattermann? Da oben hängt ein Flattermann. In der Decke hier. Da oben, ja. Aua, was? Ah, fuck. Nameless. Ja. So. Toter Nameless. Nur ein toter Nameless ist ein guter Nameless. Sollen wir da oben das Fliegeviech wegschießen, bevor es runterkommt? Oder nee, ignorieren? Das hängt fest. Das hängt fest. Das ist soweit gut, aber da geht's nirgendwo hoch. Hm. Oh, das ist doch. Was ist denn hier runter? Und hier runter müssen wir nicht? Ja, das überlege ich gerade. Also, Chat sagt gerade, ihr müsst hinter der Krabbe noch einmal tauchen. Nochmal tauchen? Hinter der Krabbe. Womit denn? Also jetzt im Prinzip hier runter und dann tauchen. Nee, ne? Da hängt aber auch eine Krabbe, Alter. Unten ist eine. Das ist ja, dann ist das ja, da das vorne. Ist ja die... Dann müssen wir da vorne. Aber warte mal, wo ist denn jetzt, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ja, unter uns eben? Muss dann, ja, da hinten. Warte. Wir kommen von... Ist jetzt die Höhle unter uns, wo wir vorhin durchgetaucht sind? Von da hinten kommen wir. Genau. Also von hinter der Krabbe von genau. Ja, von hier aus und hinter der Krabbe, genau. Das heißt also, da müssten wir hier... Ach, du, ist noch eine Krabbe. Hier unten ist eine blaue im Wasser. Habt ihr die schon gesehen? Ja. Okay. Und da sitzen auch noch einige Blutegel rum. Ja. Okay, wie sehen wir die Krabbe an? Ja. 3, 2, 1 und Feuer. Ach du Gott. Warum die ist nicht die blau, die ist ja pink. Warum kriegt die keinen Schaden? Doch, kriegt sie. Ja, aber 39. Ja. Mehr ist nicht drin. Mehr sitzt nicht drin. Ah. Na gut, ist eine gute Idee. Warte mal. Wechsel auch mal auf Pfeile. Du machst mit Pfeilen mehr Schaden als mit. Ja, nimm Pfeile. Da macht dir das Zehnfache an Schaden. Ja, nur so viele habe ich nicht mal. 96 nur noch. 96? Ja, gut. Ja. Da sind 96 Pfeile sind. Damit geht ja schon gut. Noch was. Ja. Ist gut. Ich habe noch 40. Ja. Ich habe noch 38. Hatten die Krabbe für ein Level? Weiß ich nicht. Ach, ja, sonst wäre es vielleicht die bessere Variante, die irgendwie wegzulocken. Vorsicht, da fällt gleich einer. Mit rotem Balb auf dem Rücken. Ja, das bin ich. Ja, super, ich sehe sie nicht mehr so. Ja, jetzt blutet sie aber schon deutlich. Und nimmt es hin. Okay, was ist noch so im Wasser? Ich sehe nichts eigentlich. Da war noch eine. Knedaria habe ich abgeballert, die Kralle. Achso, okay. Dann ist sie weg. Ja, komm, springen wir mal runter. Was hilft denn? Ja, aber erstmal Ausrüstung anlegen. Nur noch eine Taucherflasche. Und die ist schon halb kaputt. Brilltaucher, ja. Hab ich auch. Was siehst du noch, Xa, wenn du als ballerst? Ach, Lamprey, diese Dinger. Blutegel. Okay, ich wäre soweit. Ich nicht. Na gut. Wir kommen hier nie wieder raus, ne? Selbst wenn wir dieses Ding haben. Aua. Okay. Dann muss es rechts von dir reingehen, glaube ich.
Ja, ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen gucken. Ja, hier rechts von mir geht's weiter. Na gut, dann los. Auf geht's. Warum schwimme ich eigentlich immer vor? Warum mache ich das? Weil du das gut machst. Mhm. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Okay. Ja. Oh, das ist der Ausgang bestimmt. Ja, dann geh mal raus. Dann geh mal raus. Wären wir wenigstens lebend wieder rausgekommen. Hier müssen wir irgendwie klettern, scheint's. Ja, ich muss die umrüsten eben. Warte mal, die Waffe ist eh kaputt. Hier, 5, so. Ja. Weiß auch nicht, wo wir da ankommen, ne? Also. Sehen wir dann gleich. Mhm. Geht das schon wieder los? Ach. Ja, wenn oben, hier ist nichts. Das ist schön. Sag doch sowas nicht! Ja, bin oben hier ist nichts. Ihr seid in den falschen Gang getaucht. In den rechten solltet ihr und nicht in den linken. Was? Da gibt's auch noch zwei? Weil hier ist doch jetzt alles gut. Wir sind doch oben. Hier ist doch alles schön. Also, Xas, hier ist nichts. Xas, hier ist nichts bedeutet, hier sind keine Gegner, aber. Ja, das. Moment, aber der Chat hat geschrieben rechts, Kia. Ja, aber ich bin rechts gebuddelt. Als ich runtergesprungen bin ich rechts. Ja, ich glaube, die meinten vom Rheinschirm her. Ja, war ich doch. Links. Was? Nee, wir sind hinter der. Also, wenn du jetzt praktisch dich 180 Grad rumdrehst, dass die gelbe bzw. grüne Krabbe in deinem Rücken. Ja, dann steht, ist es dann rechts, hast, aber wer sagt denn so weit, wenn Weg, ich da. Wie wir reingeschwommen sind. Also, habe ich ja nie geguckt. Wir gehen jetzt mal hier weiter, los. Ja, nee, wenn der Chat sagt, das ist falsch, jetzt hier halt. Also, ne, wir haben ja nicht noch mehr Zeit zu verschwenden. Wobei, hier läuft das so schön gut. Ja, da hat der Hippo was hingeworfen. Immer dieser Hippo mit seinen roten Fackeln, unglaublich. Ja, war das jetzt falsch oder richtig, lieber Chat? Wer weiß es wirklich? Ganz jetzt hier uns nicht so auf den Arm nehmen. Geklettert. Ja. Aber die Fische. Sieht doch die Flasche aus. Ja, wenn ich gleich nochmal tauchen muss, dann nicht. Ja, die 5 Meter kannst du auch ohne tauchen. Ja, das stimmt wohl. Ja. Warum habe ich eigentlich zwei Motoren dabei? Weil ich es tragen kann. Oja kann alles tragen. Auch zwei Motoren. So deute ich das jetzt mal. Was will sie sagen? Will sie sagen, Koja die Flasche oder Koja die Flasche? Also sollen wir zurücktauchen oder in die andere Richtung? Komm, dann schauen wir mal, ob in der anderen Richtung was ist. Da war ja alles clean. Komm. Ohne Taucherausrüstung? Ich mach das jetzt gerade ohne Taucherausrüstung. Ja, wie gesagt, die 5 Meter geschafft doch ohne. Ja, das ist kein Ding, aber die wenigstens die Flosse nehmen wir. Wo ist sie? Wo sind die Flosse? Ja. Bist du die Flosse anders, ne? Wärst du schon da gewesen? Nö, guck mal, ich habe euch jetzt schön eingeholt. ja, aber oh, Baryonyx! Baryonyx und da ist der Gap noch was. Ja, alles. Aber ich schätze, dass das dann doch ein Zeichen dafür ist, dass dieser Weg richtig ist. Oh, dieser Weg wird kein leichter sein. Lass mich gerade da ein Landesschussfischer umziehen. Warte mal, da kann man doch die falschen Schuhe. Nimmt mal die Haken und dann klettern wir über die Decke, oder? Da oben ist ja Decke. Probier das jetzt, dass wir da drüber klettern und gar nicht kämpfen müssen. Wenn er dich nicht aus dem Wasser anspringt. Ja. Mach mir Mut. Danke. Gern geschehen. Gut, ich hab eine gute und eine schlechte Nachricht. Geht nicht. Tü. Ich lebe noch. Okay. Oh, die schlechte Nachricht. Ich stehe. Könnt ihr den da unten mal wegballern? Ja, ich feuer schon. Ist tot. Dankeschön. Aber er hat echt sehr hungrig nach deinem Hintern geschielt. Also. Mhm. Naja, also. Weit kommst du wahrscheinlich nicht, ja? Halt wahrscheinlich gleich den Baryonyx auf den Kopf.
Aber erst in der nächsten Folge. Ach, das ist nicht dein Ernst. Ich fange jetzt hier an, um ein Folgenende zu machen. Also noch geht's. Ja, man kann das machen, was ich hier mache. Okay. Hinter uns ist wieder irgendwas. Was? Ich fliege mal da so rüber, ne? So, was der Koja da macht. Ja, sollen wir da jetzt, sollen wir das... Du landest jetzt direkt auf dem Baryonyx. Sinde, wir retten dich nicht, ne? Das weißt du. Klettert, Leute, klettert. Das Witzige ist, der Koja klettert, bricht sich jetzt voll einen ab. Klettert da eine Stunde an der Seite. Dann sagt der Sinde, oh ja, immer reinfliegen. Ja, ich bin ja schon bei Koja. So, Xaver, sollen wir oder dieses flache Vieh auf deiner Schulter? Ja, ich würde sagen. Sinde nicht zu dicht aufschließen, bitte. Sonst ich zieh mich mal kurz um. Ich warte gerade. Das ist gut. Ich dann noch so an. Oh, sollte passen. Hier geht's okay, dann gehen wir. Ich gehe da jetzt geradeaus an das Ding dran, wo Koja auch. Was ist so unter uns? Ist. Scheiße, wa? Nicht weiter, unter uns ist so ein doofer Aal, ja. Das wäre jetzt ganz kontraproduktiv. Also wenn ihr ein bisschen anlocken könnt, kann ich ihn auch noch wegballern. Ich stehe noch hier drüben. Ah, warte, nee, jetzt so geht's hier wieder. Die Stelle ist ein bisschen... Kroko! Wie schnell man auf einmal klettern kann! Könnt ihr das Kroko beballern? Nee, ne? Oh nein, du bist jetzt um die Ecke rum. Oh, scheiße! Oh, scheiße, es hat mich! Ah, super! Oh. Hilfe! Ich bin auch ins Wasser gefallen! Nein, lass mal! Ja, super! Mich hat jetzt dieser scheiß Baryonyx. Mami! Sie sterben doch noch alle, okay. Jetzt ja, kommt noch ein Erdbeben! Dem dusseligen Erdbeben, ja. Ja, genau das. Das ist es nämlich. Ja. Lass mich da! Oh, lass das! Pfui! Oh, alles Mistvieh. Ich bin bei der Hippo. Mich los! Hippo! Töte! Ja, ich feuer schon! Ah. Ja, ist tot. Super, danke. Ja, ich war leider zweimal betäubt. Lass mich darüber lassen. Ja, ich war auch einmal betäubt. Roko! Oh, da seid ihr ja wieder. Vor allem in was für einem Ton? Na, erst kommt sie an. Roko! Ach, da seid ihr ja wieder. Schön, euch zu sehen. Okay, ja, jetzt sind wir wieder am selben Punkt, wo wir angefangen haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Kann ich euch einen Kaffee anbieten? Hey, wer mir lieber. Das war jetzt uns an den Augen nicht mehr mit. Ach, das seid ihr ja wieder. So, fangen wir an aufzuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.